Jo, und willkommen zurück zu Gris. Ja, ich habe mir gerade mal die letzten Parts angeguckt. Also an sich würde ich unter normalen Umständen sagen, ich könnte den Sound des Spiels ein bisschen... Wow, okay. Leiser machen. Aber... Oh, ich mach mal hier erstmal... Mein Ton ist doch mal wieder ein bisschen leiser. Nein, ich will nicht wieder hoch. Nein, 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 ich war doch noch gar nicht fertig. Lässt mich da bitte wieder runter? Das wäre sehr nett. Ich wollte mich da doch erstmal umgucken. Ich wollte eigentlich wollte ich nur alles kaputt machen. Scheiße. Egal. Nee, aber da das ja hier eher auch so ein Spiel ist, was darauf fixiert ist, dass man natürlich gerade das Audiovisuelle hier mit aufnimmt. What the fuck? Okay. Habe ich mir gedacht, ich kann das jetzt hier mal so sein lassen. Also würde ich jetzt einen Ego-Shooter spielen, wo das Geballer einfach viel zu laut wäre. Würde ich sagen, gut, ich mach mal ein bisschen leiser. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt hier nicht notwendig. Das Blöde ist jetzt nur, weil das hier so unfassbar hell ist, ne? Kann man echt schlecht erkennen, wo halt diese Sternbilder sind oder halt diese runden Dinger, die ich da, vielleicht irgendwie... Ja, okay, da passiert auch nicht großartig was. Die ich dann vielleicht irgendwie noch aktivieren muss. Warum vibriert das jetzt hier? Ups, Entschuldigung. Ja, okay, ich werde mich auf jeden Fall erstmal auf die... Nein! Wieso komme ich denn da jetzt? Ich dachte, ich käme da drauf. Okay. Ah, da komme ich hoch, alles klar. Und... Da nicht? Mhm. Na gut, dann würde ich sagen... Keine Ahnung, springen wir doch mal hier drüber, weil... Da ist, glaube ich, nichts mehr zu holen, oder? Wenn ich hier runterfall? Nein! Ab wann wird es zu steil? Ja, okay, verstanden. Nee, da wird nichts sein. Das glaube ich nicht. Oh, eine coole Sonne da im Hintergrund, ne? So aus wie so ein Piktogramm. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich den Sprung schaffen werde. Komm, mach schneller! Okay, vom Timing her war es perfekt. Da kann ich mich nicht beschweren. Ah, man, mich ärgert das trotzdem mit dem Bereich, mit dem Pötten unten. Pötten. Da bist du schon wieder. Hallo? Wo ist deine Mama? Was gesehen? Ich glaube, es war nicht zum Einsammeln. Oh, was ist so das? Da ist eine Wand, die habe ich gar nicht gesehen. Wow! Verstanden. Wumms! Hm, also noch bringt mir das nichts, weil ich hab. Ah doch, wobei. Wohl, klar. Zwei Sterne habe ich doch noch. Ja, ich komme gleich, keine Sorge. Hat mir jetzt irgendwas gebracht, dass ich das kaputt gemacht habe? Keine Ahnung. Wieso? Egal. Ja, ich komme gleich. Kein Stress. Genau, gib mir einmal da. Hier einmal. Nein, nein, bleib doch. Oh Gott. Blums. Genau. Dankeschön. Schwere Geburt. Kaputsch. Ja, wir gehen mal hier weiter, weil nach rechts kommen wir ja noch nicht. Denke ich, ist in Ordnung. Okay, ah, da oben ist noch ein Stern. Das habe ich jetzt erst gesehen. Auch wenn der so ganz, ganz leicht nur leuchtet, ne? Ja, ist okay. Achso, was ist, wenn ich dann eigentlich... Okay, die kann ich glücklicherweise nicht kaputt machen. Das wollte ich jetzt unbedingt nur testen. Ich denke mal, hier wäre es noch nicht so schlimm gewesen. Okay, man kann sogar entscheiden, wo man lang geht. Hui! Da unten kommen Sachen raus. Ist das eine Hilfe jetzt für mich, falls ich runterfahre? Das ist aber nett. Dankeschön. Das finde ich wirklich nett. Muss ich wirklich sagen, weil damit habe ich nicht gerechnet. Das ist irgendwas, was mich irgendwie kaputt machen möchte. Aber wie komme ich denn da hoch? Einfach sonst immer erstmal versuchen, irgendwas kaputt zu machen. Das ist meistens der beste Weg. So,
runter. Genau. Hm. Ach, schade, da darf ich mich auch nicht runterfallen lassen. Ja, ja. Hm. Da mit der Glocke ist auch nichts am Start. Ja, komm. Dann muss auch in die andere Richtung aufgehen. Das bringt mir nicht viel. Ah, es ist so dämlich. Es ist so dämlich. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht war ich auch einfach blind und blöd. Ne, schade. Das wäre natürlich gar nicht, einfach da hoch hätte gehen können. What the fuck? Okay, alles klar, verstanden. Hätte ich auch drauf kommen können, um ehrlich zu sein. Aber dann werden wir es gleich doch direkt nochmal in die andere Richtung machen. Weil, da ist bestimmt so ein... Da oben, seht ihr das? Ja, ihr seht das. Seid ihr nicht blind? Hui, ja. Ach, weiter als hier geht nicht. Verstanden, okay. Hilf mir das so weiter? Weil ich würde da schon echt gerne hin, ne? So, weil da oben, seht ihr, ne? Haha. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch? Ne, das geht so nicht. Ich kriege ihn leider nicht nach rechts gebogen, weil da ist Stopp. Ach so, es geht hier weiter. Okay, das habe ich jetzt so nicht gesehen. Entschuldigung. Das war meine... Okay, die Mühle geht offensichtlich langsamer, wenn ich da draufstehe. Finde ich geil. Macht Sinn auch. Das sind sogar zwei. Guck mal. Achso, nee, das war doch nur einer. Schade. Doch, das war nur der eine. Okay, alles klar. Ja. Weil er nach links gebogen war, weil er da an dem rechten Ding, was er nach oben gezeigt hatte. Macht alles Sinn. So, jetzt haben wir einmal den dritten Schattern und, nochmal einen zusätzlichen Kreis. Das heißt, wir können jetzt nach rechts weiter. Er macht echt Bock, das Spiel. Muss ich wirklich sagen. Also, mir gefällt das sehr, sehr gut. So ein bisschen simpel gehalten, aber so ein bisschen nachdenken und so. Es ist alles schön, ne? Es hört sich alles gut an, finde ich. Und es lohnt sich auch ein bisschen, sich umzuschauen. Und alle Steine kaputt zu machen. Jeden Stein umzudrehen, quasi. Mich ärgert das trotzdem mit dem Bottich. Ah, die Stelle mit den, ich sag mal, gespiegelten Schmetterlingen. Ah, dass ich da einfach so schnell wieder draußen war. Ich hätte da so gern einfach alles erstmal erkundet und kaputt gemacht. Egal, egal. So, was haben wir denn hier? Aber diese Kreisdinger, das scheint irgendwie echt Geheimnis zu sein, weil es sind alles Sachen, die wohl optional zu holen sind. Guck mal, wer der ist. Ihr lasst mich bitte hier, ne? Nehmt mich nicht wieder irgendwo hin, wo ich nicht hin möchte. Ich wollte gerade sagen, hier kann man noch was kaputt machen. Ah, okay. Aha. Das hab ich gerade gehört. Ah, da kann man noch was kaputt machen. Nein. So. Fupp. Ich glaube nicht, dass mir das irgendwas bringt, aber ich finde es irgendwie befriedigend, wenn man mit der Welt interagieren kann. Okay. Hupp. Nichts verpasst, okay. Hier ist auch nochmal was. Fupp. Das ist nicht der Bereich, wo ich schon mal war, oder? Nein, nein. Bums. Was? Achso, man kann vielleicht beide gleichzeitig. So, also genau. Zack. Yeah. Falsch. So. Ja, boah. Links, rechts? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Wir fangen mal mit links an, würde ich sagen. Ah, okay. Der bleibt stabil. Das ist gut. Nö. Hauptsache, ich komme immer wieder zurück. Das ist für mich immer das Entscheidende.
Das war ein Stern. Und ein Heißluftballon, okay. Wie komme ich denn da jetzt hin? Vielleicht kann man den ja irgendwie so ein bisschen steigen lassen, ne? Das wird wahrscheinlich auch das Rätsels Lösung sein. Da kannst du nicht hoch, ne? Naja, war klar. Ja, vielleicht doch erstmal unten lang. Ah, alles klar, okay, ja. Verstanden. Okay. Nein, nicht so weit da oben! Nein, 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 nein! Nein, hau mir nicht ab! Nein! Scheiße, ich hab hier verkackt. Nein, hab ich nicht, okay, alles klar. Ich dachte, der findet jetzt kein Ende mehr. Das wäre auch gewesen. Aha, okay. Ja, also so klappt das jetzt leider nicht. Ach, ich kann mich... ich kann einfach da drauf bleiben, ich Idiot. Okay, das ist natürlich ganz nice. So, ich würde natürlich den oberen linken Weg auch gerne gehen. Das heißt, wir müssen dann gleich schneller sein als der Ballon, wenn wir wieder nach oben wollen. Dann kriegen wir hin, dann kriegen wir hin. So, einmal. Jetzt aber. Hopp. Nein, wir schaffen es nicht, weil ich zu dumm bin, einfach auf eine gottverdammte Plattform zu springen. Lauf! Nein! Hat nicht geklappt. Ach ja. Ich möchte nur nach links weitergehen. Mehr ist das gar nicht. Also ist doch gar nicht so viel verlangt, oder? Wie weiter als so geht nicht, okay? Hurtig. Mademoiselle. So, ja, guck mal, wie gediegen. War ja ganz gediegen, okay. So. Was haben wir denn hier oben Schönes? Weder ist nichts. Das finde ich jetzt nicht nett. Oh, ja, hat sich gelohnt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön. Tada! So, nice, okay. Jetzt haben wir noch ein paar andere Wege, die wir noch gehen können. Ich hoffe wirklich inständig, dass ich nicht den richtigen direkt nehme, ne? Das wäre so blöd. Oh, ich möchte mich hier noch wirklich gerne umschauen. Wirklich, wirklich gerne. Also schon wieder 13 Minuten auf der Uhr, ne? Die erste Part habe ich gedacht, so, ach, guck mal, das ist ja mal ein Spiel, das geht nicht so schnell rum, ne? Wenn ich das aufnehme. Aber jetzt muss ich die Aussage leider revidieren. Es geht doch schnell rum. Geh kaputt. Gehst du nicht kaputt. Geh du kaputt. Fums. So. Okay. Dann? Wieso? Ist sie gerade gegangen? Warte mal. Okay, man kann auch einfach nur gehen. Ach, wer weiß, es ist doch kein Hindernis. Kleine Steinchen da. Hallo. Mal kurz orientieren. Bleib's hier. So. Ich wollte dich nicht zerstören. Okay. Du lebst noch, danke. Das war wirklich nicht geplant. Ja, genau. Ja. Lauf damit einfach weg. Nimm ihn aus dem Weg. Dankeschön. Wieso hat das Viech dann Angst vor mir, wenn es so kräftig ist, einfach so einen gottverdammt riesigen Felsbrocken irgendwie anzuheben? Das wird mich doch platt machen. Ja, aber das gefällt mir hier noch nicht, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Hier ist so ein Windmühlenblatt, was einfach nicht funktioniert. Da denke ich mir, wenn das funktionieren würde, könnte ich von hier da drauf springen. Na, okay, es wird wahrscheinlich noch nicht funktionieren. Aber selbst wenn es dann vielleicht doch funktionieren sollte, ne, dann könnte ich mich damit nach oben fahren lassen. Ah, egal. Wir erkunden erstmal weiter.
Ah, achso, ich dachte, der geht einfach nur einmal nach links und einmal dann nach rechts. So. Ah, okay, die brauchte ich sogar. Schau mal einer, guck. Aha. Wie hier zum Beispiel, was ich jetzt hier meinte mit der mit den Controller-Vibrationen. Bei jedem Bing, 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 vibriert das ein bisschen. Finde ich eigentlich schön. So, hier ist aber erstmal nichts Interessantes. Das muss doch einen Grund haben, dass ich zum Beispiel hier rein kann. Es hat keinen anderen Grund, als dass ich diese kleinen Steinhaufen einfach nur vernichte. Vielleicht gibt es irgendwie eine Trophäe, zerstöre alle Steinhaufen im Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Okay, da müssen wir wieder was zusammenführen. Aber bevor wir das machen, gucken wir jetzt erstmal... Ja, ja, machen wir gleich. Gucken wir erstmal rechts weiter. Vielleicht noch irgendwas ist, was für mich interessant sein könnte. Sieht gerade aber nicht danach aus. Okay, nee, gut. Okay, ich muss einen Cut machen, sehe ich gerade schon wieder. Cut, Mann, du. 60 Minuten, 20 knapp. Gut, ich würde sagen, wir stellen uns einmal hier auf dieses Gedöns. Und ja, bevor wir es jetzt aktivieren, mache ich jetzt erstmal einen Cut. Und dann sehen wir dann im nächsten Part, was dann passiert. Also bis dahin, tschüss.